Hallo und Kuckuck zu der 36. Folge von Two Glasses Deep. Es ist nicht nur die 36. Folge, sondern auch die dritte Spezialfolge in meinem Podcast. Und weil es einen Kurzfilm über mich und meine Person gibt und ich einen Text dafür eingesprochen habe, möchte ich den heute mit euch teilen. Es ist so, dass ihr in dem Text nochmal über meinen Podcast ein bisschen was hören werdet. Ich nehme an, dadurch, dass ihr ihn gerade hört, wisst ihr, dass ich einen Podcast habe. Sonst rede ich auch nur über andere Projekte und über das, was mich so ausmacht als Person und was vor allem mein Buchprojekt ausmacht. Viel Spaß auf jeden Fall beim Hören und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu meiner Person oder zu meinem Buch, dann kontaktiert mich gerne unter twoglassesdeep@gmail.com. Two ausgeschrieben, also nicht die Zahl, sondern T-W-O. Und genau, am von 10. bis 12. Mai werde ich auch bei der Fancy-Nice zu finden sein, weil ich mein Buch dort ausstelle und die Beutel, die ich gestaltet habe. Genau, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Spezialfolge. Jo, los geht's! Mein Name ist Rosalinda, ich bin 32 Jahre alt, habe im Mai 2023 ein Buch rausgebracht. Es heißt I'm Stupid and You Like It. Der Untertitel ist Dem Patriarchat einen Headbutt geben. Und an dem Titel erkennt man schon, in welche Richtung es in meinem Buch geht, aber dazu gleich mehr. Neben meiner Tätigkeit als Autorin bin ich auch Stand-up-Comedian. Das heißt, Humor ist mir sehr, sehr wichtig. Sonst bin ich auch noch Podcasterin. Ich habe seit fast 3 Jahren einen Podcast, der heißt Two Glasses Deep. Da gehe ich mit Menschen, die ich davor noch nicht gekannt habe, auf zwei Getränke und nehme die Gespräche auf. Und sonst bin ich eben noch Bloggerin. Genau, zu meinem Buch I'm Stupid and You Like It, dem Patriarchat einen Headbutt geben. Ich habe zu dem gleichen Thema auch meine Masterarbeit geschrieben. Das Thema ist ganz grob gesagt, wie weiblich gelesene Personen in Science-Fiction- und Mainstream-Filmen dargestellt werden, was der Grund dafür ist, für diese degradierende und sexistische Art und Weise, weiblich gelesene Personen eben zu porträtieren. Und genau, da habe ich mich in der Masterarbeit damit befasst. Und da die Masterarbeit ja wirklich immer nur so meistens so 3 Leute höchstens lesen und das so ein wichtiges Thema ist und mir irgendwie geholfen hat, auch die Gesellschaft anders zu sehen und auch besser zu verstehen tatsächlich, habe ich mir gedacht, ich mache da ein Buch draus, das von der Sprache her zugänglicher ist, also nicht nur für Leute, die jetzt Gender Studies oder Theater, Film und Medienwissenschaften studiert haben, verständlich sein soll, sondern eben für alle Menschen. Das heißt, es ist von der Sprache her, es ist alles zwar wissenschaftlich hinterlegt, aber es ist jetzt nicht so, dass es sich einer wissenschaftlichen Sprache bedient. Denn ich bin eben durch meinen Background als Stand-up-Comedian davon überzeugt, dass man sich wichtigen Themen auch mit Humor zuwenden kann. Und so ist es in meinem Buch, geht es sehr lustig her. Zwischendurch merkt man natürlich auch meine Wut auf bestimmte gesellschaftliche Aspekte. Dennoch denke ich eben, dass Humor nicht fehlen darf und dass das auf jeden Fall nicht die Wichtigkeit des Themas einschränkt, wenn man sich eben auch mit lustigen Beispielen zum Beispiel oder dem Medium Film, feministischen oder gesellschaftskritischen Themen zuwendet. Genau, so habe ich dann auch Wortschöpfungen mit eingebaut und es ist auf jeden Fall all in all ein Buch geworden, wo mir schon mehrere Leute rückgemeldet haben, dass diese Art und Weise, jetzt die Filme neu zu betrachten, ihre Sichtweise auf bestimmte Dinge verändert hat. Deswegen viel Spaß beim Lesen und hört auch gerne mal in meinen Podcast rein. Ich hoffe, dass ich mit dieser Folge Interesse an meinen Projekten wecken konnte. Wenn dich weitere zum Beispiel Stand-up-Comedy-Termine und Lesungstermine interessieren, dann folge mir gerne auf Instagram. Ich heiße dort rosalinda_denkt. Und gerne auch meinen Podcast Two Glasses Deep, auch auf Instagram. Und mein Buch ist zu finden eben bei der Book Fair, beim Semperdepot von 10. bis 12. Mai, beim Chiclet in Wien oder direkt bei mir, beziehungsweise natürlich auch online überall, wo es Bücher zur Bestellung gibt.